spektakulär, wild, nass, schlammig. Das ist der 5. Fisherman's Friend Strongman Run, der grösste und stärkste Hindernislauf der Schweiz. In Engelberg wartet 38 Hindernisse und 18,5 Kilometer Herausforderung pur. Die Organisatoren lassen die Teilnehmer an die Grenzen kommen. Ja, wir brauchen leicht so sadistische Ader, um so etwas auf die Beine zu stellen. Ja. Der Fisherman's Friend Strongman Run wird immer beliebter. 6'400 Läufer und Läuferinnen aus 20 Ländern sind in diesem Jahr mit dabei. Ein neuer Teilnehmerrekord. Sie sind alle hier gekommen für die grösste Challenge von ihrem Leben. Wenn man hier wirklich ein gutes Resultat machen will, muss man Durchsetzungsvermögen haben. Weil, wenn hier 7'000 Läufer auf der Strecke sind, bei den Hindernissen, wird es manchmal etwas eng. Dann muss man sich einen guten Weg bahnen können, eine gute Taktik haben. Und nachher natürlich enorm Willen, weil das Ganze ist eine mentale Sache. Beim Fisherman's Friend Strongman Run geht es nicht nur darum, eine extreme Leistung zu erbringen, sondern dabei auch noch extrem gut auszusehen. Nichts vorbereitet, null natürlich, null. Heute im neuen Bier auf dem Weg und Nudelsalat gegessen, Pasta-Salat. Sehr gut. Das muss lange. Als Turboschnecke haben wir trainiert um das Haus herum beim Rasenmähen. Wir kennen es nicht so genau. Wir sind einfach einmal da. Kommt schon gut. Die Kulisse in Engelberg ist perfekt und die Stimmung vor dem Start ausgelassen. Jetzt warten alle nur noch, bis es endlich losgeht. Auch das Wetter ist in diesem Jahr eine echte Herausforderung. Temperaturen um die 30 Grad fordern den Läufer alles ab. Die Engelberger Sprungschanze geht für einmal nicht im Flug runter, sondern auf allen Vieren rauf. Heikel darf man nicht sein, wenn man am Fisherman's Friend Strongman Run mitmacht. Nach dieser Schlammschlacht kommt das Wasserbecken gerade gelegen, wenn es dann nicht nur 7 Grad warm wäre. Ist ein bisschen heiß, ein bisschen kalt, was immer. Beides. Immer noch. Das Härteste. Der kleine Gras hängt drauf, das zweite Mal. Das ist doof. Das Wasser ist perfekt, ja. Mal unter Schlamm. Also wirklich tipptopp, wunderbar. Das Beste, was es gibt. Wer am Fisherman's Friend Strongman Run als Ersten ins Ziel laufen möchte, muss mutig, fit und clever sein. Der Sieger Christian Mattis hat genau mal 1 Stunde und 23 Minuten bis ins Ziel gebraucht. Das ist grandios. 2011 habe ich ja schon gewonnen. Dann 2012 leider knapp nicht, zweiter. Und jetzt habe ich es endlich wieder realisiert. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Die schnellste Frau ist Estelle Oberson aus Genf, die nie mit einem Sieg gerechnet hat. C'est un sentiment un petit peu bizarre parce que je ne m'y attendais pas. Je suis venue vraiment pour m'amuser et j'ai pensé peut-être top 10. Et maintenant? Maintenant, premier, c'est super. On est à Engelberg, il fait un temps magnifique, c'est super. Für die meisten Teilnehmer ist Zeit aber Nebensache. Durchkommen ist das grosse Ziel. All die, die in 3,5 Stunden ins Ziel kommen, dürfen sich Finisher nennen und die begehrte Medaille mit heimnehmen.